Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert for Men's Inner Child und Mentorin für systemisches Coaching. Hallo liebe Sonja, herzlich willkommen zu The Magic Moments, den Interviews mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf bei diesem tollen Titel zu dem Interview. Ja, von Herzen gern. Was verstehst du unter einem Helden oder was ist für dich eine Heldin? Ja, gar nicht so einfach die Frage. Also ich habe nicht den einen Helden, hatte ich noch nie. Ich war auch als Jugendliche nicht unbedingt ein, nennt man das, Fan. Wer mich ja schon ein bisschen kennt, weiß, ich habe früher auch in der Formel 1 gearbeitet, im Motorsport, da sind natürlich eigentlich per se Helden unterwegs, Rennfahrer, die viele bewundert werden oder so, aber die fand ich ehrlich gesagt nicht immer so heldenhaft, beziehungsweise die mochte ich, aber das wäre jetzt für mich kein Held gewesen. Für mich sind Helden Menschen, die bei sich bleiben und die ihren eigenen Weg gehen, also die trotz aller Widerstände, die einem im Leben da ja so widerfahren und Abzweigungen eben ihren eigenen Weg finden und ja, ein recht, wie soll man sagen, vielleicht unkonventionelles, aber sicherlich auch unabhängiges Leben führen. Und das habe ich auch damals in der Zeit im Motorsport schon immer eher bei den Menschen gefunden, die für das Business verantwortlich waren. Also für mich ist, es steht ein großer Zusammenhang zwischen: ich führe ein unabhängiges Leben, ein selbstbestimmtes Leben und ich mache mein eigenes Business, weil für die meisten ist es so, das ist nun mal so, wir verbringen die meiste Zeit des Tages damit, irgendwas zu tun oder zu arbeiten. Und wenn wir das fremdbestimmt tun, dann macht es uns nicht mehr so viel Spaß oder dann kommen wir da an Grenzen und dann, ja, deswegen ist für mich ein Held, jemand, der ein freies, selbstbestimmtes Leben führt, der seinen eigenen Weg geht. Das heißt also, du hast den Pfad des Helden wahrlich aufgenommen und für dich auch integriert? Ja, also tatsächlich ist es bei mir so, ich komme schon aus einem selbstständigen Haushalt, meine Eltern sind Handwerker und ich kannte es noch nie, dass mein Papa, keine Ahnung, jeden Morgen losfährt zum Daimler und dann mittags wieder heimkommt und es dann irgendwann Streik treten, weil sie mehr Geld wollen oder sowas, ja, sondern es war schon immer klar, mein Vater hat viel gearbeitet, meine Mutter auch. Die haben beide das Business aufgebaut. Aber er hat halt eben auch seine Freiräume gehabt. Ja? Und es war für mich schon immer klar, dass ich das auch so will. Mir ist aber erst später aufgefallen, dass ich tatsächlich mein Leben auch angefangen habe, so zu gestalten, wie es tatsächlich meine Eltern auch gemacht haben. Das heißt, die haben auch ihr Business ja von zu Hause aus betrieben. Das mache ich heute auch. Die sind zeitlich recht flexibel gewesen. Mit der Einschränkung natürlich, dass jeder seine Termine hat und wenn man Dinge verkauft hat oder Menschen zugesagt hat, dass man die Heizung repariert, dann kommt man halt auch. Aber ähnlich ist das bei mir auch. Und ja, ich war auch am Anfang mal fest angestellt. Ich habe es vielleicht so in meiner ganzen Karriere auf 2 Jahre Festanstellung gebracht, habe aber immer relativ schnell gemerkt, dass das nicht meins ist. Ich bin da leider nicht leidensfähig. Ne? Also was heißt leider? Ich hatte auch tolle Auftraggeber. Ich habe auch lange Zeit für Porsche als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Das hat auch toll funktioniert, auch für andere. Aber freier war mir immer lieber. Also vielleicht ist das manchmal tatsächlich nur ein Gefühl gewesen, was man im Angestellten-Tum, man kann ja auch angestellt sein, kann man auch wieder kündigen, ne? Ist ja kein Problem. Also grundsätzlich ist es nichts anderes. Aber für mich war es immer eine Haltung, eine Einstellung, sodass ich immer gemerkt habe, wenn jemand mich fest einstellen wollte, dann war ich mal schon auf der Flucht. Und so war klar, es von der Freiberuflichkeit dann eher in Richtung Unternehmertum ging. Und deswegen, ja, bin ich auf meiner eigenen Heldenreise und freue mich auch jeden Tag darüber. Ich habe jetzt das Wort Freiheit sehr deutlich und sehr laut gehört. Was unterscheidet für dich Unternehmertum von Angestellten-Dasein? Ja, wie gesagt, der erste Punkt ist der, dass ich eben selbst bestimme, was ich tue. Das ist ja nicht so, das will auch gar keine Augenwischerei betreiben. Auch als Unternehmer macht man nicht immer das, wo man jeden Tag die größte Lust drauf hat. Und gerade als Unternehmer hat man auch immer wieder mit Situationen zu tun, die herausfordernd sind, um die man sich kümmern muss. Das kann ich nicht sagen, Chef, mach mal, ich habe keine Lust oder so. Ja. Aber
Ja, für mich ist es ist der größte Unterschied, dass ich eben das für mich tue. Ich tue Dinge für meine Kunden und für mich, für das, was ich erreichen möchte oder wo ich hin will. Und wenn mir im nächsten halben Jahr einfällt, naja, ich möchte es aber mein Business demnächst so gestalten, dass ich nur noch 9 Monate arbeite und 3 Monate freimache, dann bin ich mir sicher, dass ich auch das hinkriege. Ja, also das könnte man sicherlich auch als Angestellter, kann man mittlerweile Sabbaticals nehmen oder sonstiges. Für mich ist wichtig, dass ich selbst, selbst bestimmen kann, dass ich selbst gestalten kann. Sicherlich habe ich auch manchmal das Gefühl, naja, jetzt hätte ich mal gerne jemanden, mit dem ich das irgendwie besprechen würde, oder warum muss ich immer alleine die Last tragen, was nicht stimmt. Ich habe auch Mitarbeiter und die helfen mir dabei. Aber die meiste Zeit fühle ich mich wohl dabei, das auch selbst bestimmen zu können, selbst zu entscheiden und einfach zu sagen, ich will das aber so machen, wie ich will und nicht wie irgendjemand anders möchte. Hast du da, wenn du sagst, mit deinen Mitarbeitern kannst du darüber sprechen, gibt es sowas wie eine Mastermind für dich auch, dass du mit Gleichgesinnten dich unterhältst und austauschst? Habe ich auch, ja. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass mein Ehemann schon mal mein Best Buddy, Business Buddy auch ist. Das heißt, der macht zwar andere Geschichten, der ist im Private Equity unterwegs, aber trotzdem ist er auch ein Businessmensch und wir können uns ganz gut, also auf unterschiedlichen Ebenen, aber darüber austauschen, wo wir hinwollen. Wir haben ähnliche Ambitionen. Also das passt schon mal sehr gut und das finde ich auch als sehr wichtig. Und sehe ich auch manchmal bei meinen Kunden, dass das teilweise tatsächlich fehlt. Ne? Also es ist immer, am schlimmsten ist immer, wenn der eigene Partner vielleicht auch noch verhindert, ne? Und noch sagt, ha, das bringt doch alles nichts mit deinem Coaching-Business da, das ist doch alles brotlose Kunst und mach was Ordentliches und mach den Halbtagsjob oder so. Das habe ich natürlich schon mal nicht. Und im Gegensatz dazu sogar jemanden, mit dem ich mich tatsächlich austauschen kann. Dann gibt es meine Mitarbeiter, ja, die sind mir auch sehr, sehr wichtig, weil. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft, mir auch nach so vielen Jahren im Business und auch, obwohl es natürlich mittlerweile sehr, sehr gut läuft, trotzdem zu behalten, dass ich nicht Krösus bin und ich nicht alles alleine weiß. Ja, und auch vor allen Dingen nicht alles am besten kann. Also es gibt ganz viele Dinge, die können meine Mitarbeiter wesentlich besser als ich. Ja, und wenn man das erkannt hat, dann ist das total der Vorteil und das ist auch sehr entspannend. Und also ja, meine Mitarbeiter auch. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Mastermind-Gruppen, in denen ich manchmal unterwegs bin. Wir haben jetzt eine. Man kann sich ja mal entscheiden, man kann sich natürlich auch in eine Mastermind einkaufen, das mache ich im Moment nicht, aber wir haben eine Mastermind an Online-Business-Unternehmern, die es schon länger gibt, die auch schon ja, aus Kontakten besteht, mit denen ich schon lange, lange vernetzt bin, seit ich am Start bin und die schon auch immer wieder Austausch bietet. Ich bin da nicht so aktiv in der, wir haben immer eine WhatsApp-Gruppe auch oder eine Telegram-Gruppe, glaube ich, mittlerweile. Da bin ich nicht ganz so aktiv, aber wenn die sich tatsächlich mal physisch treffen, ein, zweimal im Jahr, dann bin ich da immer ganz gerne dabei, weil das dann für mich wie so Auszeiten sind, zu sagen, da gehe ich jetzt mal hin und da bin ich in einem geschützten Rahmen. Genau. Ja, großartig, ja. Was macht dich zu einer außergewöhnlichen und herausragenden Frau? Ein paar Dinge hast du schon gesagt, da klicke ich auch noch mal ein, aber was macht dich dazu? Ich glaube, meine tatsächlich herausragendste Fähigkeit, die mir auch lange gar nicht so bewusst war, man weiß ja, kennt ja seine eigenen Stärken meist oder hält sie für relativ normal. Ist tatsächlich meine Umsetzungsstärke. Also ich bin eine absolute Macherin. Ich denke nicht sehr, sehr lange nach. Manchmal ist es auch ein Nachteil, aber in 99% der Fälle ist es eher vorteilhaft, lieber erstmal zu machen und auszuprobieren. Das heißt natürlich auch, dass man auf die Schnauze fällt mal und dann auch mal wieder einen Rückschlag einstecken muss. Aber im Grunde genommen sehe ich bei ganz vielen, dass sie viel zu viel überdenken. Und ich habe festgestellt, dass es im Business auch oftmals darum geht, einfach mal Hirn ausschalten und machen. Und das ist, glaube ich, eine meiner größten Stärken. Ansonsten, was habe ich denn noch für Stärken? Weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das ist so das, wo ich immer weiß, okay, darauf kann ich mich einfach verlassen. Ich kann vieles tun. Ich habe noch eine weitere Stärke, die ich auch immer wieder sehe, ist, dass ich sehe ganz oft. Ich sage immer die Essenz, also den Kernpunkt. Das ist sehr wichtig, ja auch in der Arbeit mit meinen Kunden, wenn die mir manchmal dann erzählen, was sie anbieten wollen. Und dann, ja, dann ist es ja völlig normal, dass man das meistens noch nicht so gleich auf den Punkt bekommt, was man da ausdrücken möchte. Und das sehe ich oftmals sehr, sehr genau und kann das auch genau auf den Punkt bringen, in relativ einfacher Sprache. Also ich kann etwas gestellste oder umständliche Sprache in einfache Sprache übersetzen, sodass man es versteht und dass sich auch Menschen angesprochen fühlen. Ja. Was sind für dich Werte, Sonja?
Du meinst, welche Werte mir wichtig sind oder was generell Werte Was sind? sind für dich generell Werte? Leitplanken tatsächlich. Leitplanken, um mein Leben so zu führen, wie ich es mir auch vorstelle. Also ich bin nun mal auch auf eine bestimmte Art und Weise erzogen worden. Ich bin ja sehr ländlich aufgewachsen und da hat man noch sehr alte Werte. Und die finde ich auch gut und vermisse ich auch manchmal da draußen. Sehr auf den sozialen Medien, ne? Also ich muss nicht zu allem meinen Senf dazu geben, was mir nicht passt, aber viele müssen das anscheinend oder können nicht mehr unterscheiden, dass es vielleicht einfach nicht für sie bestimmt ist. Egal, aber Werte sind für mich tatsächlich Leitplanken und sehr wichtig im Zusammenleben mit anderen. Und ich glaube, wenn wieder mehr Menschen nach älteren Werten, nach beständigen Werten, nach denen wir schon lange gelebt haben, leben würden, hätten wir da draußen weniger. Wie soll ich sagen, weniger Konflikte ist immer so ein blödes Wort, aber dieses ganze Drama, was da manchmal da draußen abgeht, das würde so ein bisschen eingedämmt werden. Das würde ich mir gerne wünschen. Welchen Wert würdest du wie Feenstaub über die Welt schütten wollen? Ja, was bezeichnen wir denn als so als besonderen Wert? Sicherlich Toleranz. Und also Toleranz auch im Sinne von, was ich wirklich vermisse, ist, warum jeder immer denkt, dass alles auf ihn bezogen ist oder warum anscheinend niemand mehr in der Lage ist zu abstrahieren, dass wenn jemand anders aufgewachsen ist, anders lebt, andere Erfahrungen gemacht hat, dass für den dann die Wahrheit anders aussieht als für mich. Das finde ich extrem schwierig, weil ich glaube, wir waren da schon mal weiter, aber sicherlich auch durch Social Media und durch was weiß ich was alles sind wir jetzt wieder ein ganzes Stück zurückgeworfen worden da in unserer Entwicklung. Finde ich schlimm, ne? Oder auch den Wert, ist das ein Wert? Einfach mal die Klappe halten. Finde ich schon. Also das ist manchmal fürs Business nicht besonders förderlich, weil klar, ich plappere da draußen ja auch immer fröhlich vor mich hin. Aber wie gesagt, wenn ich zu etwas nichts zu sagen habe oder wenn ich nichts Konstruktives dazu beitragen kann oder das, was ich beitragen könnte, einfach nur meine eigene persönliche Sichtweise ist, die jetzt da draußen auch niemanden genauso wichtig ist, wie wenn China einen Sack Reis umfällt, dann kann ich auch einfach mal die Klappe halten. Also das wäre tatsächlich was ich glauben würde, was die Welt etwas verbessern würde. Ja, verstehe ich gut. Bin ich bei dir. Wenn die kleine Sonja dich sehen würde, so die 4-5-Jährige, die auf dich guckt heute, was würde die sagen, wenn die dich so sieht? Also eine spannende Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mal gucken, was war denn kleine Sonja so mit 4, 5? Also ich glaube, sie wäre eigentlich ganz stolz. Ich wollte tatsächlich gerade in der Grundschule ich wollte Moderatorin werden und habe das immer ganz arg weit von mir, aber dann später natürlich verloren. Also so, wie gesagt, ich bin ländlich aufgewachsen, da sagt man dann auch immer ganz gerne, ach, schieb dich nicht so in den Vordergrund, nimm dich nicht so wichtig. Wenn du aus der Region kommst, wirst du keine Fernsehmoderatorin oder sowas. Und dann ging das ganz lange in den Hintergrund und erst als ich vor 7, 8 Jahren angefangen habe, erste Videos wieder zu drehen, das teilweise auch im Studio gemacht habe und auch das Feedback bekommen habe von jemandem, der sehr lange Moderatorinnen betreut hat, also das wäre tatsächlich dein Job gewesen, ist das wieder hochgekommen. Und ich glaube, die kleine Sonja von damals, die wäre da eigentlich, glaube ich, ganz, ganz stolz drauf. Also ich glaube, sie hätte auch, wenn ich jetzt zurückdenke, vor 10, 15 Jahren, hätte sie wahrscheinlich gesagt, mein Gott, im Moment bist du gerade überhaupt nicht bei dir. Aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wäre sie, glaube ich, stolz drauf, was wir so gemacht haben, die letzten 25, 45 Jahre. Dieser Trip mit Porsche, du hast es vorhin angedeutet, war das diese Phase, wo die Kleine sagen würde, was machst du hier? Oder was war das? Nee, das nicht. Ich glaube eher, also, ich meine, ich war eine ganze Zeit lang, wie gesagt, im Motorsport, nicht nur bei Porsche. Ich habe auch für Bernie Ecclestone gearbeitet. Ich habe für den großen Preis von China und was heißt sie, so ein paar unterschiedliche Stationen gehabt. Das hat auch damals wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Verloren habe ich mich dabei damals sicherlich nicht. Also nicht komplett, aber. Naja, ich war damals nicht so rebellisch unterwegs, wie ich normalerweise bin. Also, wenn wir nochmal ich weiß nicht, ob das eine Stärke ist, aber eine Eigenschaft, die ich habe, ist, wenn alle in die eine Richtung rennen, dann renne ich garantiert in die andere. Und das war ich zu dem Zeitpunkt definitiv nicht, ne? Da habe ich eher ein, ja,
ein angepasstes beziehungsweise ein Leben geführt, das sicherlich trotzdem irgendwo außergewöhnlich war, weil ich eine außergewöhnliche Karriere hatte, weil immer gesagt, Motorsport, ne, kommt man denn dahin? Also es war noch außergewöhnlich genug, dass die kleine Sonja mich nicht gescholten hätte, aber es war sicherlich auch irgendwo auf der anderen Seite konventionell. Ne? Und ich glaube, so der größte oder der Punkt in meinem Leben, wo es bisher für mich am haarigsten war oder wo ich mich vielleicht erstmal komplett tatsächlich neu sortieren musste, war, als mein erster Sohn auf die Welt kam. Das war tatsächlich eigentlich ja ein freudiges Ereignis, für mich aber eine schwierige Zeit am Anfang, mich da neu zu sortieren, mit Abhängigkeiten klarzukommen, die ich vorher nicht hatte, mit neuen Rollen klarzukommen und so weiter und so fort. Ich glaube, da wäre, hätte die kleine Sonja gesagt, ja. Wobei ich weiß nicht, ob sie mir einen Ratschlag hätte geben können. Das sind ja Dinge, da muss man auch manchmal durch. Und hinterher ist man auch gereift und hinterher ist es auch ja gerade gut so, dass man da durch musste durch diese Phase. Ne? Sonst hätte ich ja mein Business auch heute nicht. Also meine beiden Jungs sind ja meine Life-Changer und definitiv hauptverantwortlich dafür, dass ich heute so ein großes Business aufgebaut habe. Ja, kannst du sagen, was genau dieser Life Changer war? Also die Kinder, dass die auf die Erde gekommen sind. Aber was war da die Botschaft für dich? Naja, dass es so halt nicht weitergeht. Also ich war vorher als klassischer Freiberufler, wie gesagt, Motorsportindustrie. Ich hatte mich schon auch hier und wieder mal damit beschäftigt, was es denn noch gibt oder was ich denn noch machen könnte, weil, also das klingt jetzt alles ein bisschen hochnäsig, aber wenn du mal so 12, 14 Jahre immer wieder die gleichen Rennstrecken siehst, dann ist das zwar manchmal, ist, ne, ist immer noch manchmal aufregend, aber oftmals. Also jeder Job lebt sich ab, ne? Und jeder Job denkst du immer, okay, jetzt könnte ich ja mal was anderes machen. Und dann habe ich habe ja durch Zufall meinen Mann kennengelernt. Ich wollte nie heiraten, ich wollte auch nie Kinder kriegen. Also ich habe es total versemmelt quasi. Nein, ich bin sehr froh darüber, dass es heute so gekommen ist. Aber ich hatte das grundsätzlich nie vor. Ich habe auch nie an das Konzept mit dem Mann mit dem weißen Pferd oder so geglaubt, mit dem Traumtypen, der da angeritten kommt. Aber er kam tatsächlich, zwar nicht auf dem weißen Pferd, aber in der Business Lounge von Chennai haben wir uns kennengelernt. Und ja, und dann kam da eins zum anderen. Ne? Also im Endeffekt habe ich dann auch gemerkt, naja, vielleicht möchte ich doch eben heiraten, Kinder kriegen. Ja, bei Heiraten war nicht so wild. Beim Kinderkriegen war ich dann schon so ein bisschen zögerlicher, muss ich gestehen. Aber ich bin auch ein Typ, der, also ich würde nichts verpassen wollen in meinem Leben. Und Kinder hätten für mich dazugehört. Ne? Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wirklich zu sagen, nee, ich will keine Kinder und dann nicht irgendwie 10 Jahre später gedacht habe, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Ja. Also, und wie gesagt, ich bin heute Gott froh drum, aber diese Phase, als gerade mein erster Sohn auf der Welt war, musste ich mich halt komplett neu sortieren. Meine alte Karriere war mehr oder weniger beendet, weil so viel durch die Weltgeschichte reisen ging halt einfach nicht mehr, wollte ich auch nicht mehr. Gleichzeitig war mir nicht ganz klar, wie es weitergehen soll. Dann kommt dazu natürlich Abhängigkeit, die irgendwo finanzieller Art natürlich auch, was nie, also mein Mann hätte mir da niemals einen Strick draus gedreht oder sowas, ne? Aber ich konnte damit nicht umgehen, ne? Da bist du, keine Ahnung, 20 Jahre im Berufsleben und stehst immer auf eigenen Füßen und dann, also ich habe mir schwer getan mit sowas wie einem gemeinsamen Konto oder sowas. Ich glaube, da gibt es auch heute noch viele Frauen, die das auch, denen das auch so geht. Und das war einfach eine Phase der Neuorientierung und Neusortierung, die auch gar nicht so kurz gedauert hat. Ja, das war schon eine Weile. Und aus der aber dann auch mein heutiges Business resultiert ist, was ja nicht von vornherein irgendwie durch die Decke gegangen ist, aber was einfach sehr, sehr wichtig war, auch im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung sehe ich auch so. Also ich glaube, dass ich heute ein wesentlich reiferer Mensch bin. Ausgeglichenerer Mensch, als ich damals war. Also ich durfte einfach einige Dinge auch durch meine Kinder, durch meinen ersten Sohn gerade noch lernen. Was ist die wichtigste Essenz aus der Zeit im Motorsport? Was hast du da für dich mitgenommen? Was ist dir möglich geworden? Ach, ein tolles Money-Mindset tatsächlich, weil Geld ist wirklich nicht knapp und es ist immer da, es ist nur manchmal in den Taschen von anderen. Also, und man muss auch, also das ganze Preis-Mindset oder sowas habe ich auch aus der Zeit. Ne? Also das. Es ist ja oftmals so, dass wenn Menschen damit Probleme haben, was jetzt für Preise verlangen können oder irgendwas als teuer empfinden, dann haben sie nur noch nicht gesehen, was es woanders gibt. Ja. Also es gibt alles zu allen Preisen und es gibt für alles Zielgruppen. Na, und also das habe ich auf jeden Fall aus der Formel 1 mitgenommen. Genauso auch, dass ich halt, also die Erkenntnis darüber, was ich für ein Typ bin. Ich bin nicht der Typ Rampensau und ich habe keine
tausende Freundschaften überall, sondern ich habe halt drei, vier, fünf Bezugspersonen meistens, mit denen ich sehr eng bin. Das war auch im Motorsport so, das hat mich auch immer sehr weitergebracht. Also auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, also als Frau, zumindest in diesen, also es geht ja ganz viel in den anderen Branchen auch so, weil immer wenn natürlich Motorsport ist Männer dominiert, wie viele andere Branchen da draußen eben auch, die meisten. Aber für mich gab es da immer nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, sage ich immer. Also du kannst das Herzchen sein, das halt jetzt da nett gedresst aussehend irgendwie da auf irgendwie durch die Gegend läuft, oder du kannst halt die sein mit den Haaren auf den Zehen. Und ich habe mich immer für die mit den Haaren auf den Zehen entschieden. Also war immer so ein bisschen die Unangenehme. Habe aber auch da gemerkt, es gibt einfach bestimmte Klischees und du kannst machen, was du willst. Du wirst sie nicht verändern. Genau. Das hat mir auch später dann dabei geholfen zu sagen, okay, ich gehe jetzt tatsächlich komplett raus. Weil es gab zum Beispiel bei Porsche auch die Möglichkeit, einmal, die wollten mich anstellen, dann reinholen, und natürlich haben dann viele gesagt, mein Gott, und auf jeden Fall, und die Rente und was weiß ich was, die Pension, die du bekommst und so weiter und so fort, alles toll. Ich habe es nicht gemacht, weil ich genau wusste, ich stecke dann fest. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, gab es genau eine Abteilungsleiterin im ganzen Porsche-Unternehmen. Da wusste ich, ich kann das nicht verändern. Also man kann auch gegen Windmühlen kämpfen, aber ich bin kein Don Quixote, ich mache lieber meinen eigenen Weg. Wenn du sagst, diese Persönlichkeitsentwicklung hat dir unheimlich viel gebracht, jetzt in diesem zweiten Teil im Grunde deines Lebens, was, wie begleitest du Menschen? Was passiert denn in deinem Business? Wie machst du das? Grundsätzlich sind meine Kunden ja Coaches, also in allen möglichen Bandbreiten. Es gibt natürlich die Persönlichkeitsentwicklung, mal die klassisches Coaching machen. Es gibt aber auch welche, die mehr Lehrinhalte, Wissen weitergeben. Ne? Das ist natürlich auch okay. Wenn man Coaching erfolgreich verkaufen will, dann muss man das immer irgendwo etwas systematisieren und tatsächlich in Richtung Weitergabe von Lehrinhalten auch gehen. Und es fällt vielen manchmal schwer. Und was ich da irgendwo immer merke, bei mir ist es ja eigentlich Vermittlung von Inhalten. Also ich gebe Wissen weiter, ne? Ich gebe weiter, wie funktionieren bestimmte Dinge. Und durch diese Vermittlung von Wissen ergibt sich sehr viel Coaching, weil dann eben Dinge hochkommen, ne? Also viele machen sich selbstständig zu einer bestimmten Phase in ihrem Leben, genauso wie ich das gemacht habe, wo viel im Aufruhr ist, wo viel sich ändert. Wir haben immer wieder das Thema, dass es Trennungen gibt im privaten Bereich. Dann, dass man prokrastiniert, ja, weil einfach noch viele andere Dinge passieren und sich doch nicht so ganz traut. Und da merke ich immer, also ich bin ja selbst kein ausgebildeter Coach, damit gehe ich auch immer hausieren. Ich habe aber Coaches bei mir auch im Team, wo ich immer merke, wenn ihr Coaching erfolgreich verkaufen wollt, dann könnt ihr auch mit anderen Dingen anfangen, weil das Coaching, das kommt meistens automatisch. Ja, weil wenn man gerade, wie gesagt, besondere Veränderungen im Leben anstehen, und das ist eben die Gründung oder das Selbstständigmachen oder das Business auf ein nächstes Level heben, dann passieren auch immer viele Dinge rundrum im Rest des Lebens. Und dann kommt man an die echten Coaching-Themen. Und wenn man manchmal versucht, eher die Coaching-Themen sofort anzusprechen, dann sind viele Menschen manchmal nicht da bereit dafür, daran zu arbeiten. Weil sie nicht sehen, dass sie das jetzt bearbeiten müssten. Ja, obwohl ich mir wünschen würde, dass es anders wäre, dass viel mehr Menschen sehen würden, dass, wenn sie an den umliegenden Themen arbeiten, dass sie dann auch generell in ihrem Leben weiterkommen oder bei dem Ziel, was sie sich halt gesetzt haben. Ja, also das ist das, was ganz oft passiert in unseren Coaching-Prozessen. Natürlich, einige laufen auch da ganz locker flockig durch. Die bauen halt ihr Business auf, erstellen ihr erstes Online-Coaching und ersten Online-Kurs, verkaufen den zum ersten Mal, wenn es ins Starter-Programm geht. Oder wenn es dann im Professional ist, dann geht es natürlich um automatisierte Kundengewinnung, also automatisierte Anfragengewinnung. So, und bei mir, ich lerne tatsächlich ganz, ganz viel über Menschen. Also ich glaube, also ich hätte mittlerweile auch ein Verkaufspsychologiestudium intus, glaube ich. Gerade wenn es um Verkaufspsychologie geht. Ich kann, manchmal muss ich scherzhaft sagen in den Calls mit meinen Kunden, dass ich manchmal mein Menschenbild etwas ins Schlechtere gewandelt hat. Ja. Gleichzeitig ist es nun mal so, wie es ist. Also es ist auch nichts Schlimmes daran, dass wir Menschen so ticken, wie wir ticken. Und wenn man sich selbst beobachtet, tickt man selbst auch so. Also ich nehme mich da selbst nicht aus von. Aber ich lerne immer unglaublich viel darüber, ja, wann Menschen entscheiden, dass sie in etwas investieren, was sie hören müssen, damit sie es tun.
welche Menschentypen es nun mal eben gibt und was für welchen Menschentypen dann wiederum wichtig ist. Da, ja, könnte ich mittlerweile auch schon ganze Bücher drüber schreiben, glaube ich. Ja, wenn du auf der Wolke sitzen würdest, nochmal als Energiezustand, noch nicht körpergewordenes Element, was glaubst du, war deine Aufgabe oder deine Mission, hier auf die Erde zu kommen, und was deine Herausforderung für dich ganz persönlich? Ich glaube, meine Mission ist es tatsächlich, mehr Menschen in ein selbstbestimmtes Leben, also in eine Unabhängigkeit zu bringen. Ich hätte auch tatsächlich, also für mich wäre die Welt hier eine bessere Welt, wenn es wieder mehr Unternehmer geben würde. Vielleicht bin ich da sehr geprägt von der Zeit eben, in der sich meine Eltern damals selbstständig gemacht haben, so Mitte der 80er. Da war eher so Aufbruchsstimmung und wir tun alle selbst was. Und aktuell sehe ich immer ganz oft, dass sich nur Leute hinsetzen und so Opferhaltung haben und der Staat muss dies und der Staat muss jenes und der muss dies und hier muss mir mehr zahlen und hier muss ich mehr frei haben oder so. Ich denke, also meine Art zu leben wäre das nicht. Ich gestalte das gerne selbst. Also das ist, glaube ich, tatsächlich meine Mission. Ob ich die schon so in der Breite daraus trage, weiß ich noch nicht. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen einen Auftrag. Was war die zweite Frage oder der zweite Teil der Frage? Was Was? deine größte Herausforderung hier, also die du mitgebracht hast, sozusagen ist? Ja, tatsächlich diese Mission auch tatsächlich nach außen zu tragen. Weil ich merke auch, je älter ich werde, umso mehr denke ich mir, ach, wisst ihr was, macht doch, was ihr wollt. Also so diese Mission auch wirklich, ja, weiterzutragen, immer dran zu bleiben und sie wirklich größer zu machen, weil ich nun mal auch nicht der, also ich fühle mich jetzt nicht als Rampensau, ich habe kein Problem damit, auch auf eine Bühne zu treten, aber es ist nicht so, dass ich dauerhaftes Bedürfnis habe, mich da draußen zu produzieren. Und das ist tatsächlich immer meine größte Herausforderung gewesen, schon beim Start meines Business auch. Ich habe es ja nie geschafft, irgendwie große Reichweiten aufzubauen, was nicht heißt, dass ich kein großes Business habe. Aber jedes Mal, wenn ich merke, es könnte jetzt noch größer werden und noch größer werden, dann weiß ich immer, dass so innerlich jemand gibt, der sagt, ach, das sind so viele Menschen auf einmal. Mal lieber nicht. Ja. Also ich glaube, das ist meine größte Herausforderung in Bezug auf eben auf diese Mission. Ja. Wofür bist du der kleinen Sonja dankbar? Was hat sie genau richtig gemacht? Die ist angeeckt tatsächlich. Also ich war, weiß ich nicht, das ist ja immer so ein verklärter Rückblick. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu verklärt bin oder so, aber also ja, ich glaube, ich war schon immer relativ rebellisch, beziehungsweise habe noch nie so wahnsinnig viel darauf gegeben, was andere von mir denken. Das ging natürlich ein bisschen zum Streit mit der Oma, die natürlich gesagt hat, was sollen die Nachbarn denken, wenn du immer so spät nach Hause kommst, abends, Kind. Und ja, ich war auch da schon immer relativ unabhängig und bin gerne meinen eigenen Weg gegangen. Das heißt, also ich habe mir auch irgendwann mal weil mir die Freundeskreis oder sagen wir mal die in meiner Klasse, die haben mir nicht so gepasst, also habe ich mir einen neuen Freundeskreis gesucht und das habe ich auch immer proaktiv gemacht. Also ich habe mich immer irgendwo getraut oder beziehungsweise bin oft aus meiner Komfortzone raus. Das kann man nicht jeden Tag, aber immer wieder zu regelmäßigen Anlässen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also sie ist relativ, die kleine Sonja war schon auch schon relativ mutig. Bin ich aber auch meinen Eltern dankbar, weil die mir natürlich auch ein entsprechendes Netz aufbereitet haben, aus dem man mutig sein kann. Ne? Weil mutig sein kann man dann, wenn man weiß, man fällt weich, wenn man fällt oder wenn man Rückschlag hat. Ja. Wenn du sagst, mutig, ne, das ist etwas, was du absolut ja heute lebst, und auch dieses ein bisschen rebellische oder gegen den Strom schwimmende, das ist bei mir angekommen. Und es kommt an, dieses Menschenbild hat sich verändert. Du bietest ja im Moment ein Business an, was sehr erfolgreich ist, wie ich weiß, und auch sehr effektiv. Ich habe es selbst mitgemacht, also großartige Arbeit, die du da leistest. Wie geht deine Vision weiter? Bleibt es dabei oder bist du eigentlich auch dabei, gerade schon wieder gegen den Strom zu schwimmen und vielleicht eine neue Vision zu kreieren? Also meine Vision ist erstmal noch ein bisschen größer. Also ich bin noch nicht da, wo ich gerne hin will. Aber tatsächlich habe ich mir, also meine Vision reicht aktuell bis zum Jahr 2026. Und da ist noch ein bisschen was zu tun. Und da geht es eigentlich erstmal so weiter, wie wir das gerade machen. Ich habe jetzt dieses Jahr werde ich zum ersten Mal ein Live-Event machen. Das ist auch was, was ich mich die ganze Zeit vorgesträubt habe. Aber jetzt hat mich mein Team dazu gebracht, das doch mal zu tun. Weil ich gestehen muss, dass ich jede Woche drüber nachdenke, ob ich nicht doch wieder absage. Aber die Komfortzone, na, dann bleiben wir jetzt einfach mal draußen. Also das heißt, das mache ich.
Ja, es gibt noch so ein paar Dinge, die da noch auf dieser Liste stehen, die ich unbedingt eben noch erreichen möchte. Ich möchte das Ganze noch eine ganze Ecke größer machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich mit 2026, da werde ich 50, das tatsächlich auch nochmal komplett neu denke. Und kann mir vorstellen, auch ein Unternehmen so aufzustellen, dass man es verkaufen kann oder weitergeben kann oder wie auch immer. Also im Moment denke ich, also ich arbeite viel zu gerne oder ich mache das viel zu gerne, als dass ich mir das gerade dauerhaft vorstellen könnte, irgendwo am Strand zu liegen. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, mit 50 auch nochmal zu sagen, ich mache nochmal was ganz Neues. Ursprünglich habe ich mir gedacht, mit 50 höre ich komplett auf. Hat mein Mann aber sofort gesagt, das schaffst du genau 3 Wochen, dann fängst du was Neues an, also lass es. Und da hat er wahrscheinlich recht. Also von daher kann ich mir aber auch vorstellen, nochmal was Neues, was anderes anzufangen, auch wenn ich jetzt absolut nicht wüsste, was das denn wäre. Doch eine Sache kann ich, also was ich schon immer mal sein wollte oder werden wollte, dafür muss ich jetzt auch das Business erst noch ein bisschen größer, wenn es Investorin, ja. Also ich wollte quasi Business Angel für weiblich geführte Unternehmen sein. Das heißt, du möchtest auch Unternehmerinnen und Unternehmer weiter unterstützen, dass sie genau diese neue und kraftvolle Energie ins Leben bringen, in diese Welt bringen. Genau, Ja. das würde dann wieder meiner Mission entsprechen. Also da hätte ich nochmal Bock drauf. Ja. Und was möchtest du tun, um dieser Welt wieder in der Menschenerfahrung ein bisschen mehr anderen Spirit und Richtung zu geben? Wie meinst du das genau? Naja, du hast vorhin gesagt, das Menschenbild hat sich verändert und du sagst, ja, macht ihr da euer Ding, so sinngemäß. Was integrierst du, damit das für dich in deinem Business nicht passiert mit der Begegnung mit Menschen? Also ich bin grundsätzlich kein. Glaube ich nicht daran, dass man Menschen tatsächlich, also man kann nicht missionieren. Ja, das wird nicht, also das Einzige, was dann passiert, dann gehe ich kaputt. Aber man kann jetzt nicht Menschen, die 180 Grad entgegen meiner eigenen Meinung stehen, komplett anders rumdrehen. Ja, zumindest nicht, indem man sich irgendwo vor eine Kamera stellt oder sagt oder in Social Media produziert. Mein Menschenbild hat sich ein bisschen, hat sich gewandelt. Ja, also das ist so. Mit meinen Kunden arbeite ich natürlich daran. Ich sehe mich jetzt nicht als beauftragt, ne, nach denen ihre Werte irgendwie sowas zu verbessern. Die meisten haben sowieso schon tolle Werte. Also man zieht ja schon auch immer Leute an, die halbwegs zu einem passen. Das heißt, an der Stelle muss ich, glaube ich, nicht so viel tun. Ich muss manchmal ein bisschen vermitteln, dass es eben auch Menschen mit anderen Werten da draußen gibt. Also praktisch gesehen. Wenn ja unsere Kunden oder meine Kunden dann teilweise auf Social Media gehen, dann gibt es halt irgendwie hier ein negatives Feedback oder irgendein Troll-Kommentar oder sonstige Geschichten. Also ich muss quasi oder ich versuche, deren positives Menschenbild zu erhalten, obwohl sie sich quasi auf Social Media begeben müssen. Genau. Und einfach die Vorteile daraus mitzunehmen, weil es gibt halt nur mal Sachen, ne? Da stehe ich auch dahinter. Es ist keine Option, da nicht hinzugehen. Weil die Chancen einfach viel zu groß sind. Das geht ja auch gar nicht mehr. Heute kann ich kein Business mehr aufbauen, ohne dass ich soziale Medien oder Online-Medien nutze. Und dann muss ich eben damit klarkommen. Es hilft ja jetzt nichts, darüber zu schimpfen und zu sagen, hey, die sind lauter so Deppen und die machen dauernd blöde Kommentare. Sondern ich bin der vollen Überzeugung, dass ich nur was verändern kann, wenn ich mich dem auch aussetze. Wenn es mir zu doof ist, dann lösche ich diese Kommentare einfach. Wenn ich mal irgendwie eine gute Antwort habe, dann mache ich das. Aber leider ist es halt so, dass man auch gerade im Business heute nicht mehr in seiner eigenen Bubble sitzt, ja, und vielleicht nur mit einer bestimmten Klientel arbeitet, in einer bestimmten Region und so weiter, sondern es ist halt groß und da kommen halt nun mal auch Menschen, die ganz andere Ansichten haben und andere Meinungen haben und vielleicht auch noch dazu nicht gut erzogen sind. Ich versuche das natürlich weiterzugeben an meine Kunden, aber es ist nicht mein Auftrag, die Leute, die nicht gut erzogen sind und die dauernd irgendwas kommentieren müssen, da die lassen wir halt links liegen. Ich kann ja nicht die ganze Welt retten. Was ist die wichtigste Be Message, die du jetzt an aufstrebende Unternehmer weitergeben möchtest? Also die, die am Anfang stehen, sagen, ja, ich möchte Unternehmer sein. Was möchtest du denen mitgeben? Dass sie ja, dass sie ihre Vision auf jeden Fall verfolgen sollen. Das ist einfach mal ganz wichtig. Und dass sie ihnen mal, also, und dass sie nicht sich einreden sollen, dass sie bestimmte Dinge nicht tun müssten. Also gerade das Thema Online, alle gehen online, alle müssen online und es gibt auch überhaupt keinen Weg mehr daran vorbei. Ja, da bin ich auch mittlerweile total radikal. Das ist aber nicht negativ, das ist eine Riesenchance. Ja, wenn ich sie nutze, ist es eine Riesenchance und das wird auch nicht mehr weggehen. Also ich habe ja auch mal wieder viele Leute, die sagen, oh, da muss ich mich mit Technik beschäftigen und so. Die ist mittlerweile sehr einfach zu bedienen. Ich bin auch kein Techniker, ich habe auch nie programmieren gelernt oder sonst irgendwas, alles selbst beigebracht. Das ist möglich
Und es hat einfach unglaublich viele Vorteile, weil ich auch, ich meine, ich habe ein Business, das ich von zu Hause führe mit 2 Kindern, das fast 1 Million Umsatz im Jahr macht. Das hätte ich sonst nicht aufbauen können mit diesen technischen Tools. Ja, da sind wir mal ganz ehrlich. Und ich würde gerne, dass mehr Menschen das erkennen. Ja, und dass sie dafür nicht, sie müssen nicht rund um die Uhr auf Social Media hängen und so weiter und so fort, aber sie sollen sich die Vorteile bitte schön zunutze machen und sich nicht dagegen sträuben. Das würde ich ihnen gerne mitgeben. Und was wünschst du dir für deinen weiteren Weg? Was wünsche ich mir für meinen weiteren Weg? Weiterhin das Wachstum, das ich mir vorstelle, wobei, ja, ich habe da auch schon so ein bisschen natürlich ich arbeite auch sehr viel an meinem eigenen Mindset und na, weil das ja tatsächlich das Business auch sehr davon beeinflusst ist, wie ich drauf bin oder wie ich denke. Und von daher, also ich wünsche mir natürlich, dass das weitere Wachstum, dass das so auch kommt und möglich ist, wie ich mir das vorstelle. Und dass ich immer spüre, vielleicht auch intuitiv spüre, was jetzt der nächste richtige Schritt ist. Wenn du jetzt an unser Gespräch nochmal zurückdenkst, an die einzelnen Meilensteine, die wir so uns angesehen haben, gab es da für dich etwas Wichtiges, was dich nochmal ja zurückgebracht hat, in die Erinnerung etwas geholt hast, ein Magic Moment? Ich glaube, es gab viele. Ich muss gestehen, dass ich jemand bin, der sich damit sehr schwer tut, das immer auf einen Moment zu extrahieren. Das ist ja, kommt ja eigentlich aus dem Storytelling und das kennen wir aus Hollywood und da gibt es den einen Moment, wo der Held dann auf einmal geläutert ist oder auf einmal weiß, was er jetzt als nächstes zu tun hat. Das habe ich auch schon durch, weil ich habe natürlich meine Geschichte, erzähle ich ja auch immer gern oft und dann kommt dann auch so dieser Moment, wo ich merke, huch, jetzt muss ich mich neu orientieren oder jetzt habe ich es gefunden. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, gab es nie einen solchen Moment, sondern immer, also das kann man in der Rücksicht kann man das als Moment betrachten. Wenn man drinsteckt, ist es kein Moment, dauert es immer eine bestimmte Zeit. Dennoch, ich erzähle tatsächlich immer, dass meine beiden Life-Changing-Momente waren tatsächlich die Geburt meiner Kinder. Die Geburt meines ersten Sohnes war so, dass ich jetzt klar wusste, okay, so geht es nicht weiter. Ich mache jetzt was ganz Neues, ich mache mich jetzt auf die Suche. Und ich habe mir zum ersten Mal dann ja auch ein Businessmodell ausgesucht, was nicht Zeit gegen Geld tauscht, und zwar von vornherein. Ja, also keine Kompromisse, nicht mehr. Und klar war auch, ich gehe nicht mehr aus dem Haus. Ich werde nicht zu Beratungskunden fahren oder sonst was, ne? Also das habe ich von vornherein klargestellt und es war insofern ein Magic Moment, weil mir heute oftmals klar wird, dass andere halt nicht so kompromisslos sind, so, und dann immer wieder, ne, so Kompromisse eben machen und dann sich fragen, warum sie dann nicht in der Online-Welt komplett ankommen. So, und der zweite Magic Moment war die Geburt meines zweiten Sohnes, weil da nämlich mir klar wurde, okay, jetzt hast du das so weit gebracht und du musst einfach noch mehr automatisieren. Also es ist noch zu wenig oder es ist noch zu viel abhängig von der Zeit, die ich trotzdem in meinem Business verbringe. Ne? Das ist ja auch so. Auch wenn ich ein zeitunabhängiges Business habe, Online-Kurse verkaufen, muss ich trotzdem Zeit reinstecken, weil ich Kurse aktualisiere und ab und zu mit meinen Kunden sprechen sollte. Also, und da bei der Geburt meines zweiten Sohnes war mir klar, dass ich noch weiter in die Richtung der Automatisierung gehe. Und auch darüber bin ich sehr, sehr froh, weil das natürlich nochmal einen Sprung nach vorne gebracht hat und mir auch zeigt, dass auch das eben möglich ist. Und was war in dem Gespräch jetzt nochmal wichtig für dich? Worüber bist du gestolpert? Ja, tatsächlich das Thema, also ja, Helden. Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht über, wer sind eigentlich meine Helden und auch was die kleine Sonja zur großen Sonja sagen würde. Ja, fand ich sehr, sehr spannende Fragen. Kann man mal drüber nachdenken. Ich bin ja immer so ein großer Realist, von daher mache ich mir da oft relativ wenig Gedanken. Aber ein schöner Moment war, dass ich tatsächlich sagen kann, naja, ich glaube, die kleine Sonja, die wäre ganz zufrieden mit der großen. Ja, wunderschön. Ein toller Abschluss. Liebe Sonja, hab herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch, dass du hier warst bei den Magic Moments. Danke dir.